Wir haben bei dieser Aufgabe ein paar Angaben gegeben und sollen jetzt den Deckungsbeitrag pro Stück berechnen und den Gesamtdeckungsbeitrag. Der Deckungsbeitrag pro Stück, der heißt auch ab und zu Stückdeckungsbeitrag, also je nachdem, wie ihr das eben bezeichnet. Aber ich denke, da ihr hier gelandet seid, wisst ihr, was ihr braucht. Starten wir erstmal mit dem Stückdeckungsbeitrag. Die Formel, das sind die kleinen Buchstaben, die man dafür benutzt. Also das sind DB für Deckungsbeitrag. Der Gesamtdeckungsbeitrag nachher, der wird mit den großen Buchstaben DB ausgerechnet oder ausgedrückt. Also die Formel für den Stückdeckungsbeitrag, das kleine DB, ist einfach, ihr nehmt euren Verkaufspreis, der gegeben sein muss oder den ihr irgendwo herbekommt, und zieht von dem dann die variablen Stückkosten ab. Die variablen Kosten pro Stück, also variable Stückkosten. Und das machen wir bei der Aufgabe auch einfach mal. Das wäre dann einfach, der Verkaufspreis liegt bei 62 Euro und davon zieht ihr die variablen Stückkosten ab. Das sind hier 39,70 Euro. Und wenn ihr das dann berechnet, kommt ihr auf einen Stückdeckungsbeitrag von 22,30 Euro. So, einfach in die Formel einsetzen und fertig. Den Gesamtdeckungsbeitrag könnt ihr dann tatsächlich auch aus eurem Stückdeckungsbeitrag ausrechnen. Ich mache mir da gerade mal ein bisschen besser mehr Platz. Also der Deckungsbeitrag oder Gesamtdeckungsbeitrag ist einfach euer Stückdeckungsbeitrag, also der kleine DB, den ihr gerade eben ausgerechnet habt, multipliziert mit der Absatzmenge. Also es muss immer auch gegeben sein, wie viele welche Menge ihr denn eigentlich absetzt. Und das sind jetzt hier 2900. Also ihr schnappt euch euer Ergebnis aus der ersten Berechnung, nämlich euren Stückdeckungsbeitrag, die 22,30 Euro, und multipliziert die noch mit eurer Absatzmenge. Das sind jetzt 2900. Und wenn ihr das ausrechnet, kommt ihr auf 64.670 Euro. Das ist dann euer Gesamtdeckungsbeitrag. Ihr könnt euch also immer an diese Formeln hier halten. Die braucht ihr eigentlich nur. Und dann könnt ihr die Sachen einfach berechnen, wenn ihr denn alles schön gegeben habt, was ihr dafür braucht.